Ja, Ihnen einen ganz recht herzlichen Dank für diesen doch so lautstarken Empfang hier in Kassel. Dankeschön in Kassel auf dem Opernplatz. Ich darf als Bezirksvorstand und Vorsitzender des Bezirksverbandes Ostwestfalen-Lippe heute die besten Grüße mit nach Kassel übermitteln. Und wir freuen uns, wenn wir in Hessen einen guten Wahlkampf 2018 führen. Die besten Grüße, meine Herren, vielen herzlichen Dank. Die besten Grüße darf ich Ihnen auch als Sprecher des Kreisverbandes Höchster übermitteln und überbringen und wünsche hiermit schon ganz, ganz viel Glück für den Wahlkampf und viel Erfolg. Meine lieben Gegendemonstranten, ich verstehe nicht, wie Leute, die sich friedlich bezeichnen wollen, derartig hasserfüllt wie in Kassel auftreten. Schämen Sie sich! Ich bin entsetzt, wie Sie Menschen, die dieses Deutschland lieben, die in diesem Deutschland schon seit 40, 50 Jahren arbeiten und für dieses soziale System knattern und knattern, dass Sie so hasserfüllt gegen diese Menschen sind. Es tut mir leid, ich kann das nicht verstehen. Eigentlich sollten Sie doch mit uns zusammen an einem Strang ziehen und schauen, ich liebe Deutschland. Und ich werde für unsere Kinder und unsere Kindeskinder dieses freiheitliche Deutschland nicht einfach preisgeben und abschaffen. Meine Damen und Herren, Deutschland ist über zwei Jahrtausende gewachsen. Wir haben eine wunderbare Kultur, eine wunderbare Sprache. Die präziseste Sprache dieser Welt ist die deutsche Sprache. Wir haben so viel Freiheit in diesem Land und Sie schreien diese Freiheit einfach kaputt. Es tut mir sehr leid, ich habe so etwas kaum erlebt, außer bei diesen Demonstrationen in Berlin, in Dresden und heute in Kassel. Es tut mir wirklich unendlich leid, dass ich so etwas erleben muss. Das können Sie mir glauben. Ich wünsche jetzt allen Teilnehmern